Gold steht für Augsburgs Kanuten und insofern bot der goldene Saal den perfekten Rahmen für die internationale Sportprominenz. Der World Paddle Award zeigt die ganze Bandbreite des Kanusports. Kanusport besteht ja nicht nur aus Slalom oder Wildwasserabfahrt oder aus Flachwasser, sondern wir haben hier eigentlich fast 17 Unterdisziplinen, also mehr wie Leichtathletik. Und wir wollten einfach mit diesem Award zeigen, dass der Kanusport so vielseitig ist. Und das sieht man ja auch an den Preisträgern. Sportswoman of the Year Award, Freya Hoffmeister, Germany. Den Publikumspreis als Kanu-Sportlerin des Jahres bekommt nicht etwa eine Olympiasiegerin oder Weltmeisterin, sondern Paddelabenteurerin Freya Hoffmeister. Die Norddeutsche umpaddelte zuletzt im Alleingang den kompletten Kontinent Südamerika. Ein mehrjähriges Projekt, für das sie jetzt mit dem World Paddle Award ausgezeichnet wird. Als einzige Deutsche übrigens. Na gut, andere Leute steigen auf Berge. Ich habe das Ganze in die Horizontale verlegt und paddel um erst kleinere Inseln und dann wurden sie immer größer bis zu der Kontinentgröße. Und das hat mir halt eine große Herausforderung gebracht. Und Südamerika hat noch keiner vor mir umrundet und ich bin sehr stolz darauf, das als erste Person der Welt geschafft zu haben. Da muss sich selbst Jessica Fox geschlagen geben, die Australierin, die unumschränkte Herrscherin des Wildwassers, Weltmeisterin im Kajak, wie im Kanadier. Das gab's noch nie und dafür gibt's den Academy Award der Fachjury. Neben all den Einzelpreisen wurde aber auch Augsburg ausgezeichnet als Welthauptstadt des Kanusports. Seit Olympia 72 und bis heute gilt der Eiskanal als Mekka der Weißwasserfans und damit als wegweisendes Olympia-Vorzeigeprojekt, auch für künftige Bewerbungen. Man kann hier in Augsburg auch und gerade erleben, was olympische Nachhaltigkeit ausmacht. Und gerade im Hinblick auf eine neue Bewerbung, Hamburg und Umgebung, ist natürlich für uns auch aus Sicht von Sport Deutschland ganz entscheidend darstellen zu können, dass Arenen, dass Sportstadien oder in dem Fall jetzt eine Kanustrecke über Jahrzehnte hinweg herausragend genutzt wird. Am Eiskanal sind teure Sanierungen nötig. Der World Paddle Award soll helfen, die Finanzierung zu sichern.